FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus. Wir hatten ausgehend von den drei Quellen des Marxismus, zu der die klassische deutsche Philosophie und die englische politische Ökonomie gehören, angedeutet, dass es der dritte, der französisch-utopische Sozialismus, vor allem antisemitische Elemente enthält, die bis heute nachwirken im Marxismus und in der Linken allgemein. Nach den Saint-Simonisten nun ein eindeutig antisemitisch, aber auch rassistischer Autor, Pierre-Joseph Proudhon. Viele werden Proudhon von der Denunziation des Eigentums als Diebstahl und des Konzepts einer Volksbank zur Überwindung des Zinses und der Geldwirtschaft kennen oder auch nur, weil Karl Marx ihn mehrfach kritisierte. Dass sich nicht nur Linke oder Anarchisten sich auf Proudhon berufen hatten, beziehungsweise sich in ihrem Denken auf ihn bezogen, zeigte sich 1945, als J. Sorvin Shapiro ihn als Begründer des Faschismus herausstellte, wobei Shapiro unter Faschismus den Nationalsozialismus, den italienischen Faschismus und das Vichy-Regime verstand, nicht aber die Action Française. Das war ein Artikel im American Historical Review. Pierre-Joseph Proudhon, Harbinger of Fascism. Dieser Aufsatz brachte Frédéric Krier zum Thema seiner Dissertation, die er bei dem marxistischen Historiker Heinz-Dieter Kitzsteiner schrieb, mit dem Titel Sozialismus für Kleinbürger. Pierre-Joseph Proudhon, Wegbereiter des Dritten Reiches. Die Arbeit kann ich zur Vertiefung des Ganzen nur empfehlen, da auch unterschiedliche historische Figuren, die ich bereits behandelte, in Beziehung zu Proudhon gesetzt werden und die auch die noch ausstehende historische Fortbildung der Thesen Moïse Postons unterstützen. Die Figuren, die ihr dort abhandelt, sind unter anderem Eugen Düring, Richard Wagner, Silvio Gesell, Jean Maynard Keynes und der der Gnostik nahestehende Marc Yon. Das war natürlich ein antiker Autor, also kein neuerer. Shapiro führte aber auch Nazi-Autoren wie Willibald Schulze und Karl-Heinz Brenner als Kronzeugen für seine These an. Ich zitiere aus dem Artikel aus dem American Historical Review und übersetze ihn zugleich ins Deutsche. Einer dieser Autoren, Willibald Schulze, begrüßte ihn als den Wegbereiter, Wegweiser für das Dritte Reich. Wegweiser ist dort auch im englischen Text im Original stehend, für das Dritte Reich, weil er Demokratie, Kapitalismus und Sozialismus zurückwies. Von allen Sozialphilosophen früherer Zeiten, so behauptete er, war Proudhon darin dem Nationalsozialismus am nächsten, dass er am Grundsatz des privaten Unternehmertums festhielt und zugleich Profit und Zinsen opponierte. Proudhon, so behauptete ein anderer Nazi-Autor, Karl Brenner, sah die Notwendigkeit, eine soziale Idee zu popularisieren, die so antiliberal war, um die soziale Bedeutung des Zweiten Imperiums zu untermauern. Was Louis Napoleon benötigte, war eine Ideologie, die die Beziehung der Arbeiter zum Zweiten Imperium zum Ausdruck bringt, welche einzig Proudhon stützen konnte. Stattdessen zielte er ab auf die Interessen des Bankwesens und den Juden, aus dessen Konsequenz Louis Napoleon daran scheiterte, die sozialen Probleme zu lösen innerhalb eines nationalen und völkischen Ideen. Das war also Shapira. Aber es gab auch schon einige Jahre vorher in den Grundrissen der Sozialökonomik einen Artikel von Eduard Heimann, der die Ähnlichkeiten der Rhetorik der deutsch-völkischen Bewegung und Proudhon
wobei er die Bewegung allerdings als proletarische, nicht als Mittelstandsbewegung zählte. Auch die deutschvölkische Bewegung geht zunächst von rein politischen Gesichtspunkten aus, schreibt er, die aber durch die Vermittlung des ganz zentralen Antisemitismus sofort auch ins Wirtschaftliche hinüberwirken. Und zwar muss der Antisemitismus bei einer überwiegend proletarischen Partei etwas anderes bedeuten als bei der ebenfalls von jeher antisemitischen Mittelstandsbewegung. Hier Erhaltung des kleinbürgerlichen Daseins, das zwar gefährdet, aber immerhin noch da ist. Dort Umbildung oder Zerschlagung der Ordnung, in welcher Großfinanz und Großhandel das politische Dasein als ein solches bedingen. Schließung der Börsen, Verstaatlichung der Banken, ja, Brechung der Zinsknechtschaft überhaupt, in starker Anlehnung an proudhonsche Gedanken. Auch im Namen der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei kommt der sozialistische Einschlag sogar zweimal zum Ausdruck. Dies sehen Theoretiker der kritischen Theorie wie Franz Neumann und Paul Massing ähnlich, wenn zum Beispiel Neumann betont, dass das mit dem Herausstellen des raffenden Kapitals die Nazis sich in die Fußstapfen Proudhons stellen, oder Massing herausarbeitet, dass die Entgegensetzung eines vermeintlich produktiven Kapitals gegen ein unproduktives nicht von den deutschen Antisemiten stammte, sondern bereits von Proudhon theoretisch ausgearbeitet wurde. Dass Marx den sogenannten, in Anführungsstrichen, wahren Sozialismus als deutsche Besonderheit verworfen hatte, unterstreicht Neumann auch im Behemoth. Nur noch einige Anmerkungen zum Kontext, in der sich Marx und Engels teilweise mit Proudhon beschäftigt. Marx und Engels brachen erst 1846 mit Proudhon. Vorher konnte Marx noch schreiben: Proudhon schreibt nicht aus dem Interesse der selbstgenügsamen Kritik, aus keinem abstrakten, selbstgemachten Interesse, sondern aus einem massenhaften, wirklichen, historischen Interesse. Aus einem Interesse, das es weiter als zur Kritik, nämlich zur Krise, bringen wird. Proudhon schreibt nicht nur im Interesse der Proletarier. Er selbst ist Proletarier, Ouvrier. Sein Werk ist ein wissenschaftliches Manifest des französischen Proletariats und hat daher eine ganz andere historische Bedeutung als das literarische Machwerk irgendeines kritischen Kritikers. Das befindet sich im Band 2 der alten MEWs. Also die heilige Familie, die berühmte. 1847 stellt Marx sich sein und Proudhons Stellungnahmen entgegen im berühmten Elend der Philosophie. Wo es um die industrielle Modernisierung geht, ist der Punkt, der Berührungspunkte zum Antisemitismus gibt, sofern sich in ihm der Hass auf die Moderne in Projektion auf die Juden zeigt. Davon distanziert sich Marx schon hier. Und wenn, worauf wir später noch bei der Abhandlung auch durchaus judenfeindlicher Passagen bei Marx kommen werden, wird sich zeigen, dass er die auf den eliminatorischen Antisemitismus hinauslaufenden Thesen von Proudhon nicht teilt oder nicht mehr teilt. Auch die Illusionen in eine vorkapitalistische Tauschgesellschaft teilt er nicht, nach der es richtige Austauschproportionen auf dem Markt gäbe. Im Elend der Philosophie, die sich gegen Proudhons Philosophie des Elends richtet, schreibt er dann auch, zitiere Marx, in der heutigen Gesellschaft, in der auf den individuellen Austausch basierten Industrie, ist die Produktionsanarchie, die Quelle so vieles Elends, gleichzeitig die Ursache alles Fortschritts. Demnach von zwei Dingen eins. Entweder man will die richtigen Proportionen früherer Jahrhunderte mit den Produktionsmitteln unserer Zeit und dann ist man Reaktionär und Utopist in einem, oder man will den Fortschritt ohne Anarchie und dann verzichtet man, um die Produktivkräfte beizubehalten, auf den individuellen Austausch. Der individuelle Austausch verträgt sich nur,
mit der kleinen Industrie früherer Jahrhunderte und der ihr eigentümlichen richtigen Proportion. Oder aber mit der Großindustrie und ihrem ganzen Gefolge von Elend und Anarchie. Es ergibt sich also schließlich, die Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit, das heißt die Formel, welche Herr Proudhon uns als diejenige hinstellt, welche die Zukunft regenerieren soll, ist nur der wissenschaftliche Ausdruck der ökonomischen Verhältnisse der gegenwärtigen Gesellschaft, wie Ricardo lange vor Herrn Proudhon klar und deutlich bewiesen hat. Das gibt einen Anhaltspunkt dafür, wo Proudhon wirkte. Wir werden sehen, dass das nicht nur auf bestimmte Teile der Linken war, sondern auch bei den späteren Rechten bis hin zum Nationalsozialismus. Bei Marx gab es jedenfalls keine moderne Feindschaft gegen die Moderne, die Berührungspunkte mit dem Antisemitismus hatte. Eher schon seit der Auseinandersetzung mit Proudhon das Gegenteil. Im berühmten Kommunistischen Manifest wird Proudhons Sozialismus als Spielart des reaktionären Sozialismus angeführt. Also neben dem feudalen, deutschen oder wahren Sozialismus, aber kleinbürgerlicher Sozialismus, dessen Hauptvertreter Sismondi, aber Marx, als das Haupt dieser Literatur nicht nur für Frankreich, sondern auch für England nennt. Kleinbürgerlicher Sozialismus ist einer, der von einer Klasse vertreten wird, deren Kampf vor allem gegen ihr Aussterben gerichtet ist, zu der mittelalterlichen Pfahlbürgertum und der kleine Bauernstand zählt. Von Kretonismus des Landlebens, wie Marx mal sagte, hielt dieser natürlich nichts. Und da Frankreich noch charakteristisch war für eine noch vorherrschende Bauernschicht und geringen Grad der Proletarisierung, nahm Marx Frankreich und Proudhon zum Paradigma für den kleinbürgerlichen Sozialismus, der nach Marx den kleinbürgerlichen, kleinkarierten, konservativen Horizont nicht überschreiten könne. So heißt es dort im Kommunistischen Manifest: Dieser Sozialismus zergliederte höchst scharfsinnig die Widersprüche in den modernen Produktionsverhältnissen. Er enthüllte die gleisnerischen Heruntergekommenen. Aber auch sie wissen, wie man das Sinken der Rente wettmachen kann durch die Hergabe ihres Namens an mehr oder weniger zweifelhafte Beschönigungen der Ökonomen. Er wies unwiderleglich die zerstörenden Wirkungen der Maschinerie und der Teilung der Arbeit nach. Die Konzentration der Kapitalien und des Grundbesitzes, die Überproduktion, die Krisen, den notwendigen Untergang der kleinen Bürger und Bauern, das Elend des Proletariats, die Anarchie in der Produktion, die schreienden Missverhältnisse in der Verteilung des Reichtums, den industriellen Vernichtungskrieg der Nationen untereinander, die Auflösung der alten Sitten, der alten Familienverhältnisse, der alten Nationalitäten. Seinem positiven Gehalte nach will jedoch dieser Sozialismus entweder die alten Produktions- und Verkehrsmittel wiederherstellen und mit ihnen die alten Eigentumsverhältnisse und die alte Gesellschaft. Oder er will die modernen Produktions- und Verkehrsmittel in den Rahmen der alten Eigentumsverhältnisse, die von ihnen gesprengt werden mussten, gewaltsam wieder einsperren. In beiden Fällen ist er reaktionär und utopistisch zugleich. Zunftwesen in der Manufaktur und patriarchalische Wirtschaft auf dem Lande, das sind seine letzten Worte. Das ist Kommunistisches Manifest, also 48. Da findet man durch das Kapital dann überholten Thesen über das Sprengen durch die Produktivkräfte. Aber in diesem Kontext hat das etwas Richtiges, was sich auch mit Recht gegen Proudhon richtet. Friedrich Engels bezog sich auf diese Textpassage in seiner Schrift, die ist wesentlich später, 1873, über die Wohnungsfrage, wo es um einen Proudhonisten ging, der Mühlberger hieß, der den Gegensatz von Stadt und Land unter Berufung auf Proudhon für unüberwindlich hielt, während die marxistischen Vorstellungen so waren, dass diese aus der Industrialisierung der Landwirtschaft folge, insbesondere
der Agrikulturchemie. Damals nannte man das noch nicht so, aber ich habe das ja so jetzt hier genannt. Also Liebig war einer von diesen Chemikern, die dort tätig waren. Der wird auch sofort da bei Engels erwähnt. Niemand hat sie, also die Aufhebung des Gegensatzes von Stadt und Land, lauter gefordert als Liebig in seinen Schriften über die Chemie des Ackerbaus, worin stets seine erste Forderung ist, dass der Mensch an den Acker das zurückgebe, was er von ihm erhält, und worin er beweist, dass nur die Existenz der Städte, namentlich der großen Städte, dies verhindert. Wenn man sieht, wie hier in London allein eine größere Menge Dünger als das ganze Königreich Sachsen produziert, Tag für Tag unter Aufwendung ungeheurer Kosten, in die See geschüttet wird und welche kolossalen Anlagen nötig werden, um zu verhindern, dass dieser Dünger nicht ganz London vergiftet, so erhält die Utopie von der Abschaffung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land eine merkwürdig praktische Grundlage. Und selbst das verhältnismäßig unbedeutende Berlin erstinkt seit mindestens 30 Jahren in seinem eigenen Dreck. Andererseits ist es eine reine Utopie, wenn man wie Proudhon die jetzige bürgerliche Gesellschaft umwälzen und den Bauern als solchen erhalten will. Nur eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Bevölkerung über das ganze Land, nur eine innige Verbindung der Industriellen mit der ackerbauenden Produktion, nebst der dadurch nötig werdenden Ausdehnung der Kommunikationsmittel, die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise dabei vorausgesetzt, ist imstande, die Landbevölkerung aus der Isolierung und Verdummung her auszureißen, in der sie seit Jahrtausenden fast unverändert vegetiert. Nicht das ist eine Utopie, zu behaupten, dass die Befreiung der Menschen aus den durch ihre geschichtliche Vergangenheit geschmiedeten Ketten erst dann vollständig sein wird, wenn der Gegensatz zwischen Stadt und Land abgeschafft ist. Die Utopie entsteht erst dann, wenn man sich unterfängt, aus den bestehenden Verhältnissen heraus die Form vorzuschreiben, worin dieser oder irgendein anderer Gegensatz der bestehenden Gesellschaft gelöst werden soll. Und das tut Mühlberger, indem er sich die Proudhonsche Formel für die Lösung der Wohnungsfrage aneignet. Das ist also der Kontext, wo sich da Engels auch nochmal auf Proudhon bezieht. In dieser Zeit hat er dann auch Schriften gegen Proudhonianer geschrieben, nicht den berühmten Anti-Düring, und hat auch den Antisemitismus als ein Problem sogar erkannt. Nun aber erst einmal umrisshaft Proudhon. Was für ein Mensch war das eigentlich? Pierre-Joseph Proudhon war der Sohn eines Fassmachers und einer Königin und einer Köchin und war 1809 in Besançon geboren, wo auch Fourier geboren war, von dem wir letztes Mal unter anderem gesprochen hatten. Als Jugendlicher half er seinem Vater in der Kellerei und half in der Landwirtschaft außerhalb der Stadt als Viehhüter. Das College, in dem er ein ausgezeichneter Schüler war, konnte er aus Armut nicht beenden. So wurde er Schriftsetzer und dann Leiter einer kleinen Druckerei, mit dessen Verdienst er seine Bildung fortsetzen konnte und auch jedes Buch las, das ihm irgendwie in die Finger kam. Durch ein Stipendium der Akademie der Stadt konnte er dann 3 Jahre nach Paris gehen, um zu studieren. In Lyon erhielt er dann eine höhere Stellung in einer Schifffahrtsgesellschaft und anschließend arbeitete er als Journalist.
Also das sind so ein bisschen schräge Karrieren. Das ist aber sehr oft bei solchen charismatischen Leuten der Fall. 1848 ging er in die Politik und wurde in die Assemblée Constituante gewählt, also die konstituierende Versammlung, aber ein Jahr später wegen Zensurvergehens mit 3 Jahren Knast bedacht. Na, wer will da schon gerne drin sitzen? Er entkam aber dann nach Belgien, wo er bis zur Amnestie von 1859 blieb und dann nach Frankreich zurückkehrte. Proudhon schreibe viele Bücher, die insbesondere auf die französische Arbeiterbewegung Einfluss nahmen, lautet das Fazit der Biografen. Die Bücher, die er las, waren allerdings nicht zureichend und so wies seine Bildung große Lücken auf. Besonders in Geschichte und Literatur, wie sein erster Biograf Saint-Beuf aufwies. Insbesondere hinsichtlich des Judentums hatte er wenig Ahnung. Seine Kenntnisse endeten in der Antike, also beim antiken Judentum. Trotzdem versuchte er sich an einem Werk über die Geschichte der Israeliten und versuchte sogar Hebräisch zu lernen. Dieses geplante Werk, so behauptet er 25 Jahre später, sei schon weit fortgeschritten, aber er redete sich mit dringenderen Arbeiten heraus. Moderne jüdische Geschichte hat er jedenfalls überhaupt nicht studiert, wie es scheint. Aber es waren einige nicht abgeschlossene Manuskripte dann doch vorhanden. Auch über, wie er ihn nannte, Dr. Marx, wollte er ein Pamphlet schreiben, das er aber nie verwirklichte. Zu der Zeit, so muss man wissen, war das Wort Jude nicht so eindeutig bestimmt, wie er im Antisemitismus, das ja auch durchgehend der Fall ist. Wie bei anderen Ressentiment-Sozialisten setzte auch Proudhon zum einen Jude mit Finanzier gleich, aber gleichsam auch mit einer Rasse und Nation. So dass also auf jeden Fall mit Sicherheit gesagt werden kann, dass er die Juden als ethnische Gruppe ansah. Eine weitere Verwendung, wie wir werden manche Züge davon auch bei Marx dann noch in der Jugendfrage und unter anderem noch finden, das Wort des Jude, ist die, dass Personen, die nicht immer jüdischer Herkunft waren, auf unrechte und schändliche Weise Geld verdienen oder auch als Synonym für nicht nur jüdische Ausbeuter. Die Geldverleiher, die, wie er sagt, die Juden als Führer anerkennen, gemeint sind, wie bei den heutigen Wahnmachen der sogenannten Montagsdemos, Rothschild und seinesgleichen gemeint. Als er gegen autoritäre Tendenzen in der Nationalversammlung polemisierte, sagt er, dass zur gleichen Zeit, wo er redete, die Rothschilds in Paris zusammenkämen, um den europäischen Kredit zu konsolidieren. Und das wörtlich übersetzte Zitat, ich benutze meistens silberne Übersetzungen, weil die immer ganz triftig sind. Die Juden also, wieder die Juden, immer wieder die Juden, unter der Republik, unter Louis Philippe wie unter Louis den 14. immer sind wir den Juden preisgegeben. Also wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, bei ihm nichts Antisemitisches sehen zu wollen, hat er sich bei solchen Zitaten schon geschnitten. Die Wiederherstellung des Kredits sei eine Lüge, wenn die Juden es versuchten. Und die Proletarier würden unterdrückt bleiben, wobei er jüdische Bankiers meinte, die er als Wucherer bezeichnete. In einer anderen Rede tönte er am Schluss: Die Juden werden nicht wiederkommen. Ich verbiete es ihnen.
den französischen Kaiser beschuldigte er, die Seelen der Franzosen an die Jesuiten und das Patrimonium des Volkes den Juden ausgeliefert zu haben. Der Tonfall erinnert allerdings auch an Marx' schlechtere Polemiken. Von die Jesuiten waren ja auch bei Marx nicht sonderlich gut angesehen als Gruppe. Jude und Bankier wird oft zum Synonym bei Proudhon, wenn er behauptet, dass jüdische und Basler Geldverleiher heute die wahren Eigentümer des Elsass sind. Elsass war zur Zeit der Jakobiner auch bereits schon sehr judenfeindlich. Die Judenfeindlichkeit der Aufklärung, darauf waren wir ja auch schon eingegangen, auf Voltaire und solche Leute. Aber in der Zeit, also von den Elsässern wurde sogar die Beschneidung untersagt, gar bei Todesstrafe. Formulierungen wie diese sind nicht selten bei Proudhon. Jüdische Wucherer, Saint-Simonisten, Aufseher liederlicher Frauen, ruhe Söldner, verächtliche Kleinigkeitskrämer steuern das Land. Aber keineswegs sind jetzt nur die Banker und Ausbeuter gemeint, wenn Proudhon von Juden spricht. Denn auch das jüdische Volk als Ganzes wird damit gemeint. Und das wird ja auch bis in die Geschichte zurückprojiziert. Das erkennt man auch daran, wenn er die angeblichen Charaktereigenschaften herausstellt der Juden, wie das Schmarotzertum. Ein Beispiel, er sagt, der Jude ist seiner Veranlagung nach ein Antiproduzent. Weder Landwirt noch Gewerbetreibender, nicht einmal wirklicher Kaufmann. Also Antiproduzent erinnert ja ein wenig voraus, sagen, an die KZs, in denen dann Arbeit macht frei stand. Nicht? Man liest ja die jüdischen Menschen dort sich zu Tode arbeiten. Also der Jude ist seiner Veranlagung nach ein Antiproduzent, weder Landwirt noch Gewerbetreibender, nicht einmal wirklicher Kaufmann. Er ist ein Zwischengänger, immer falsch und parasitär, der sich im Geschäft wie in der Philosophie der Fälschung, betrügerischen Nachahmung und Rosstäuscherei bedient. Er kennt nur Haus und Bäs, Transportrisiko, ungewisse Ernteaussichten, Unsicherheit von Angebot und Nachfrage. Seine Wirtschaftspolitik ist ganz negativ, ganz wucherisch. Das Prinzip des Bösen, Satan, Ahriman, verkörpert in der Rasse des Sem, zweimal schon vernichtet von Griechen und Römern, das eine Mal bei Tyrus, das andere Mal bei Karthago. Ja, soweit Proudhon. Wie das für Antisemiten sich gehört, weiß er, dass das meist Verallgemeinerungen sind. Und er gesteht ein, dass das meiste kein Monopol der Juden sei, was er ihnen unterstellt. Also Betrug, Schwindel, Vertrauensbruch, Glücksspiel und Lotterie teilen die Juden, wie Proudhon dann sagt, mit allen Wilden. Aber da kommt auch wieder das berühmte Aber, das ja dann immer kommen muss. Das jüdische Volk unterscheide sich durch seine ökonomische Sterilität. Es produziere nicht, sondern konsumiere nur. Die Leidenschaft für den Handel, für die Diaspora, verantwortlich bei den von Geburt an dem merkantilen und Wucherparasitismus geweihten Juden. Moses hätte sie nicht zusammenhalten können, in ihrem Land halten können. Und später
Und später, also 8 Jahrhunderte weiter, war es schwierig, sie nach Palästina zurückzubringen, meinte er. Von Jesus Christus bis zur Französischen Revolution hätten sie trotz Verfolgungen, wieso eigentlich nicht wegen, wie andere sagten, nicht davon abgelassen, auf Kosten anderer Nationen zu leben, wohltätig nur zueinander, Fremde ausraubend. Kredit sei heuchlerisch und räuberisch. Dagegen, dass sie keine Wahl der Existenzmittel gehabt hätten, was Proudhon nicht bestreitet, erhebt sich aber trotzdem ein Einwand angesichts der Revolution, warum sie ihren wirtschaftlichen Status nicht geändert hätten. Und er gibt dann auch gleich die Antwort: Jude bleibt Jude, Parasitenrasse, arbeitsscheu, mit allen Wassern des anarchischen Lügenhandels, der Aktienspekulation, des Bankwuchers gewaschen. Das ist auch ein Zitat von Proudhon. Stereotypen, die wir auch aus dem 20. Jahrhundert kennen, wie die Juden seien eine über Europa verbreitete Freimaurerei, sie wären Komplizen der Monarchen, die Hand an den Reichtum der Völker legten. Und warum ich heute Ekelgefühle bekomme, wenn Politraudis Lügenpresse skandieren, dann sieht man das auch hier, nämlich dass Aussagen wie die Proudhons daran gemahnen. Zitat von Proudhon: Die Juden haben alle Zeitungen und lenken die Politik in Deutschland und Frankreich. Sie seien anders als Kaiser und Könige die Souveräne der Epoche. Und Proudhon noch einmal im Original: Und das Traurigste daran, dass sie den oberen und unteren Bürgerstand sich gleich gemacht haben, so dass es heute vollkommen zwecklos wäre, sie auszutreiben. Hier deutet sich ja auch schon mal etwas an bei Proudhon, dass er bis auf seine politischen Aktivitäten, was den Antisemitismus angeht, da noch kein Aktivist war. Er musste sich also über einige Jahrzehnte dann überhaupt so ausbreiten, dass das zu einer Staatsdoktrin werden konnte, wie im Nationalsozialismus. Nicht? Er hatte da, und das haben auch andere Antisemiten noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, nicht? Wenn man durchaus pessimistische Ansichten eines Erfolges eines antisemitischen Kampfes. Man sieht hier auch, dass etwas von den Studien der antiken Hebräer durchscheint, nämlich dass die Juden im babylonischen Exil sich die nach seiner Auffassung Fehler angeeignet hätten, das Wohlgefallen an metaphysischen Träumereien, Neigung zu engherziger und niedriger Kritik, Vorliebe für Dispute, Spitzfindigkeit. Die alte antike Größe hätte aber der Haarspalterei, Kriddelei und dem falschen Geist der Rabbinen Platz gemacht. Er unterstellt ihnen den Drang zur Mission, zur Verbreitung des Monotheismus, was er für eine Illusion hielt, weil merkantile Rassen keine Mission haben könnten. Solche Vorurteile, merkantile Rasse und so weiter, findet man übrigens auch bei Kant, Fichte, also im deutschen Idealismus. Also das ist so neu dann auch bei Proudhon nicht. Er hatte ja also Hegel beispielsweise auch durch Karl Marx kennengelernt, nicht? Also in der Zeit, wo die noch nicht in einem absoluten Gegensatz und Gegenstreit waren. Und
Und theologisch deletiert er natürlich auch ein wenig herum, also wenn er schreibt, also der Monotheismus sei gar nicht jüdischen Ursprungs und das Hebräische hätte keine abstrakten Wörter, die metaphysische Ideen ausdrücken könnten. Er behauptet, der Monotheismus sei indogermanischen Ursprungs. Und die Begabung zur Politik spricht er den Juden auch ab. Da kommt jetzt eine andere katholische Tradition bei Proudhon noch mit hinein. Das ist bei ihm ein ganz gemischtes Tablett, was er da immer ausliefert. Also er spricht ihnen die Begabung zur Politik ab, wegen ihres, und jetzt kommt dieses christliche Moment bei Proudhon, wegen ihres Vorgehens gegen Jesus. Ihre Anklage sei trügerisch gewesen, Zeuge nicht nur von moralischem Verfall und Unehrlichkeit, sondern auch vom Mangel politischer Begabung. Statt die christlichen Ideen anzunehmen, hätten sie sich mit fremden Götzendienern zusammengetan, den Griechen und Römern. Das zeugt wohl davon, dass Proudhon mangelnde Geschichtskenntnisse hatte. Sonst würde er das besser wissen, dass es da ja nun gerade die größten Konflikte kommen. Aber da hören auch seine Kenntnisse dann immer auf. Nur so erklärt sich, dass er den Juden messianische Verstocktheit vorwarf, die sie außerhalb des Gewissens des Menschengeschlechts stelle. Aber sein Hass gegen Juden wird durchaus abgemildert durch seinen Hass auf die Kirche. Kein Zweifel, so heißt es bei ihm, wäre die Reform Jesu angenommen worden, sie hätte den Juden Heil bedeutet. Um aber angenommen zu werden, hätte man ihr eine starke Dosis Aberglauben beimischen müssen. Und die lange und so grausame Geschichte des Katholizismus kühlt die Zuneigung, die man zunächst Neueren entgegenzubringen geneigt ist, und den Hass, die Juden einflößen, merklich ab. Was Anfang des 19. Jahrhunderts öfter bestritten wurde, auch im deutschen Idealismus, war, dass die Juden fähig zur Staatsbildung seien und sich selber zu regieren. Trotzdem meint er, aufgebracht sein zu dürfen gegen die Gleichgültigkeit gegenüber ihrer nationalen Unabhängigkeit. Also da drängt er sie ja im Grunde genommen dazu, also Zionisten zu werden, wenn man es genau nimmt. Nicht? Dann sei man nochmal Proudhon zitiert, sie sind die Souveräne der Epoche. Also die Juden sind Souveräne der Epoche, aber ebenso gleichgültig gegen Fortschritt und Freiheit der Völker, die sie aussagen, wie gegen die Wiederherstellung ihrer eigenen Nationalität. Auch stört ihnen die Neigung zum Materialismus und groben Sensualismus, weswegen sie auch eine Rasse von Maklern und Disputanten seien. Sie seien wie im Geschäft, in der Philosophie, Schwindler der ärgsten Sorte. Aber das ist noch nicht der ganze Proudhon. Diese Feindschaft gegen Juden verbindet sich nun auch noch mit der Xenophobie. Er sagt, Frankreich sei von Ausländern nur so überschwemmt. Von Engländern, Belgiern, Juden und so fort. Die Erklärung der Menschenrechte wie der Liberalismus der Vormärzzeit, sie ausspricht, sei nur Fremden zugute gekommen. Die Juden haben kein Monopol, gehasst zu werden bei ihm, das ist klar. Aber er hasst sie heftiger als andere. Hierbei blieb er allerdings mehr xenophob und wurde nicht zum militanten Antisemiten. Da kann man sagen, wer von ihm eingeseift wurde, wurde von anderen
Proudhonisten bis hin zu Hitler rasiert. Teilweise beklagt er sogar die Maßnahmen der Römer gegen dieses unglückliche Volk. Daran sieht man auch übrigens, dass das auch ein ziemliches Durcheinander ist. Und nicht mal sind die Römer das, wo die Juden sich darauf berufen. Auf der anderen Seite haben sie die Juden natürlich schwer misshandelt, wenn man es genau nimmt. Nicht? Wir hatten anlässlich der Darstellung der These von Moshe Postone bereits von folgendem Sachverhalt gesprochen. Ich füge das mit dem Postone jetzt hier ein, weil auch Postone sich da auf Proudhon durchaus bezieht, und zwar auch an Punkten, wo er seine zentrale These darlegt. Er schreibt, die Struktur entfremdeter gesellschaftlicher Beziehung, die dem Kapitalismus zu eigen ist, hat die Form einer quasi natürlichen Antinomie, in der Gesellschaftliches und Historisches nicht mehr erscheinen. Hier bezieht sich Postone mit Gewissheit auf Lukács Theorie, also der Verdinglichung als antinomisches Bewusstsein. Diese Antinomie wiederholt sich im Gegensatz positivistischer und romantischer Denkweisen, schreibt er dann weiter. Die Mehrzahl der kritischen Untersuchungen fetischistischer Denkformen bezieht sich vor allem auf jenen Strang der Antinomie, der das Abstrakte als überhistorisch hypostasiert, also unterlegt, das sogenannte bürgerliche Denken und damit den gesellschaftlichen und historischen Charakter der bestehenden Beziehungen verschleiert. In diesem Beitrag geht es um jene Form von Romantizismus und Revolte, die ihrem Selbstverständnis nach antibürgerlich sind, in Wirklichkeit jedoch das konkrete Hypostasieren und damit innerhalb der Antinomie der kapitalistischen Beziehungen verharren. Formen antikapitalistischen Denkens, die innerhalb der Unmittelbarkeit dieser Antinomie verharren, tendieren dazu, den Kapitalismus nur unter der Form der Erscheinung der abstrakten Seite dieser Antinomie wahrzunehmen. Zum Beispiel Geld als Wurzel allen Übels. Dem wird die bestehende konkrete Seite dann als das Natürliche oder ontologisch-menschliche, das vermeintlich außerhalb der Besonderheit kapitalistischer Gesellschaft stehe, positiv entgegengestellt. So wird, wie etwa bei Proudhon, konkrete Arbeit als das nicht-kapitalistische Moment verstanden, das der Abstraktheit des Geldes entgegengesetzt ist. Dass konkrete Arbeit selbst kapitalistische gesellschaftliche Beziehungen beinhaltet und von ihnen materiell geformt ist. In der Fußnote wird noch einmal auf Proudhon hingewiesen. Proudhon, der in dieser Hinsicht als einer der geistigen Vorläufer des modernen Antisemitismus gelten kann, meinte daher, die Abschaffung des Geldes, der erscheinenden Vermittlung, genüge bereits, um die kapitalistischen Beziehungen abzuschaffen. Kapitalismus ist jedoch von vermittelten gesellschaftlichen Beziehungen gekennzeichnet, die in kategorialen Formen vergegenständlich sind, von denen Geld ein Ausdruck, nicht aber Ursache ist. Proudhon verwechselt demnach die Erscheinungsform, Geld als Vergegenständlichung des Abstrakten, mit dem Wesen des Kapitalismus. Ja, soweit erstmal Postone. Die Frage, ob er jetzt mit Schriften von Marx vertraut gewesen war, ist in der Diskussion über Proudhon häufig mal gestellt worden. Insbesondere stellt sich jetzt die Frage, ob Proudhon, also mit der Schrift, zur Judenfrage von Marx vertraut war, was, wie ich
behaupten würde, so zweifelsfrei nachzuweisen, nicht geht. Es gibt einen Brief an Karl Marx, in dem Proudhon, Karl Grün und Hermann Everbeck seine Kenntnisse marxischer Schriften verdanke. Aber da gibt es keine eindeutigen Hinweise darauf, außer vielleicht in einer Schrift, Bible, also was ist die Bibel, die Schrift zur Judenfrage, wo die Schrift zur Judenfrage wiedergegeben wird. Ein Buch, das Proudhon also manchmal zitiert, worauf Frederik Krier, den ich schon erwähnt habe, hinweist. Andere Autoren, die an solchen Antisemitismus-Thesen arbeiten, wie Robert Misrahi, behaupten sogar, dass Proudhon ohnehin keine Absichten an der Kapitalismuskritik gehabt hätte, weil er ein kleinbürgerlicher Faschist gewesen sei. Und er sieht den Antisemitismus als Kontinuum in der intellektuellen Entwicklung Proudhons. Er schreibt dann auch, als Katholik hasst er die Juden als Gottesmörder, als Deist und Antiklerikaler hasst er sie als Begründer des Katholizismus. Dazu kommt auch die Verurteilung der Kirche, die ihr konsequentes Zinsverbot aufgegeben hätte, ein Zeichen ihrer Verjudung. Dies ist eine korrespondierende, aber gegenteilige These zu der Postons, der ja davon ausgeht, dass das verkürzt antikapitalistische, da schreibt er Denken Proudhons, die antisemitische Haltung begünstige. Nun, das ist ja auch in der heutigen Diskussion immer noch ein Problempunkt. Wenn daraus die zugespitzte These hergeleitet wird, dass jegliche Kapitalismuskritik strukturell antisemitisch sei. Ob wirklich jemand so eine These vertritt, außer tendenziell, ist fraglich, aber abgewehrt müssen natürlich solche Gedanken schon, weil sie nämlich als Vorwurf dann ja auch häufiger traktiert werden. Dann gibt es auch einige Richtungen des Zionismus, nicht? Die von der Regeneration des Judentums aus produktiver Arbeit sprechen, wie Ben Gurion. Die müssten dann ja gegebenenfalls sogar als antisemitisch dann bezeichnet werden, nicht? Wenn da produktive Arbeit und die unproduktive Raffenwirtschaft des Kapital, also da immer entgegengesetzt werden. Das spräche allerdings auch nur gegen eine verkürzte Kritik Postons, die unmittelbar aus einem abstrakten Begriff des Fetischismus den Antisemitismus herleiten wollte. Denn es gibt ja auch Antisemiten, die keine Antikapitalisten sind. Aber tatsächlich gibt es strukturelle Ähnlichkeiten zwischen Kapitalismuskritik und Antisemitismus, wodurch sie allerdings wechselseitig zueinander historisch anschlussfähig sind, ohne dass sie sich notwendig bedingen. Es geht nicht darum, das zu bestreiten, dass die sich immer wieder bedingt haben, aber nur, dass das notwendig der Fall ist. Poston geht ja davon aus, dass der Antisemitismus eine besonders aggressive oder wie er sagt, besonders gefährliche Form des ökonomischen Fetischismus ist. Die Redeweise von verkürzter Kapitalismuskritik beinhaltet indes, dass dies ein politischer Kampfbegriff ist, der ein Alleinstellungsmerkmal der eigenen, natürlich nicht verkürzten, Kapitalismuskritik impliziert. Alle anderen liegen also dann falsch, nur meine Kapitalismuskritik ist dann auch die angemessene Marx-Interpretation. Das hat ja so eine gewisse Tradition, dass so gedacht wird. Etwas, was ich ja nicht so gerne mag, nicht? Also hier ist die Wahrheit, knie nieder, hatte ja auch schon Marx kritisiert. Dann war allerdings Proudhon letztlich, weil ja alle sich auf Marx in ihrer Kapitalismuskritik beziehen, ein Antisemit allein, weil er nicht Marx war.
In einer Arbeit, die neuere linke Krisentheorie kritisiert, das ist von Günter Sandleben und Jakob Schäfer, die beiden Autoren kommen wohl aus dem trotzkistischen Einflussbereich. Diese Arbeit hat den Titel Apologie von Links zur Kritik gängiger linker Krisentheorie. Wird der neuere Nachdruck, der auf das Finanzkapital gelegt wird, anhand diverser Autoren, sei es Keynes, Stamokap, die neue Marx-Lektüre von Michael Heinrichs, aber auch die Wertkritik, wie sie in Krisis Exit vertreten wird, als linke Apologie des Kapitalismus kritisiert. Das ist natürlich teilweise eine steile These. Abgesehen davon, dass in dem Buch die Wertkritik selber auch nicht so ganz koscher interpretiert wird, weil konkrete und abstrakte Arbeit nicht hinreichend auseinandergehalten werden, haben wir dort allerdings eine Kritik, die schon der Kritik Postons beispringen könnte. Richtig ist ja, dass auch teilweise bei Anhängern der Postone-These Bankenbashing an die Stelle von Kapitalismuskritik tritt. Eindeutig lässt sich von Marx jedenfalls sagen, dass er, wenn er so reden würde, jede Form von Kapital als parasitär einschätzte, da jeder Profit letztlich aus der Ausbeutung der Lohnabhängigen resultiert. Damit hat er allerdings Ähnlichkeiten zwischen Formulierung in zur Judenfrage und der Proudhons überwunden. Vorwürfe, die es ja manchmal gab, dass Antisemitismuskritiker mit der Postone-These weniger die Judenfeindschaft bekämpfen als ihre Interpretation der Kritik der politischen Ökonomie, gab es in politischen Auseinandersetzungen immer wieder. Dass Beispiel Attac mit der Tubinsteuer ja eine verkürzte Kapitalismuskritik im Grunde schon im Namen trägt und Kapitalismuskritik durch Banken- und Spekulantenbashing ersetzen, erscheint mir ziemlich plausibel. Es ist klar, dass wir anlässlich der Diskussion von Proudhon solche Dinge auch diskutieren werden müssen. Keineswegs kann Antisemitismuskritik lediglich dazu dienen, Kapitalismuskritik als solche zu denunzieren. Aber die Rede von bloß verkürzter Kapitalismuskritik suggeriert ja, dass es sich überhaupt um Kapitalismuskritik handle. So als ob man dann die Leute, die so etwas vertreten, dort abholen sollte, wo sie stehen, statt sie scharf zu kritisieren. Wir sehen ja schon an Proudhon, dass seine Wirkung sich bis in das Dritte Reich hinein auswirkte. Autoren wie Gesell oder Feders Zinstheorie, die von Brechung der Zinsknechtschaft redet, sind auch noch im Rahmen. Das nächste Mal wird es wahrscheinlich schon gemacht werden, der Diskussion Proudhons zu diskutieren. Auch die Einflüsse auf diverse Autoren, sei es Richard Wagner, Konstantin Franz, Wilhelm Marr, Eugen Düring und Theodor Fritsch, dürfen nicht ausgelassen werden. Auch die Frage, ob Proudhon ein neuer Marcion sei, der vertritt die Form von Gnostik, die im Christentum Altes und Neues Testament trennen will und die jüdischen Schriften aus der Bibel eliminieren, wird zu diskutieren sein. Auch heute gibt es Autoren, die das Alte Testament aus dem christlichen Kanon streichen wollen. Das wird allerdings zeigen, dass allein die Postone-These noch nicht die Judenfeindschaft des Antisemitismus erklären kann, also eine Verschmelzung traditioneller Formen der Judenfeindschaft und modernem Antisemitismus beziehungsweise ein Formwechsel der Judenfeindschaft. Je nachdem, wie wir den Akzent der Betrachtung wählen, bedarf weiterer Erklärung, also wie oft betont, eines konsolidativen Denkens. Auf den Antimessianismus Proudhons ist ebenso einzugehen wie auf seinen Antirassismus, der sich vornehmlich gegen die Vorstellung einer rein jüdischen Rasse richtet. Wie in der Aussage, sie mischen sich überall ein, ohne sich zu vermischen. Ein rassistischer Antirassismus also, der sich nun in der Tat vom Rassismus der Nazis unterscheidet. FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus. Wir sind jetzt beim linken Antisemitismus im engeren Sinne. Wir hatten das letzte Mal uns mit Proudhon beschäftigt und ihn auch ausführlich zu Wort kommen lassen. Es deutet sich bereits an, dass seine Wirkungsgeschichte, was den Antisemitismus angeht, sowohl in der linken wie in der extremen Rechten seine Spuren hinterlassen hat. Wir werden heute hauptsächlich
auf einen Moment, das für den Antisemitismus wichtig ist, die Zinstheorie von Proudhon, eingehen und dann auf Feder, dem Nazi, noch eingehen und auf Thomas Fritsch, der eine gewisse Verknüpfung zwischen beiden darstellt. Das nächste Mal werden wir dann noch ein paar andere, die auch da in der Nähe sind, aber nicht unbedingt identisch, wie Gesell, Wilhelm Marr, darauf waren wir auch schon eingegangen, und Eugen Düring und solche Leute noch einmal eingehen, in dieser Hinsicht auch. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns ja mit Marshall Poston beschäftigt haben und der dieses Moment herausgearbeitet hat. Vorwürfe, dass Antisemitismuskritiker wie Moshe Poston weniger die Judenfeindschaft bekämpfen als ihre eigene Interpretation der Kritik der politischen Ökonomie, gab es in politischen Auseinandersetzungen immer wieder. Dass Attac mit der Tobinsteuer ja eine vielgehende Kapitalismuskritik im Grunde schon im Namen trägt und Kapitalismuskritik durch Banken- und Spekulantenbashing ersetzen, zeigt ja, dass sie nicht allzu weit entfernt sind von der Zinskritik Proudhons. Der Zins kann nur im Bezugsrahmen einer Kredittheorie diskutiert werden, sodass wir uns erst einmal fragen müssen, was für eine Kredittheorie dahinter steckt. Bei Proudhon haben wir es, anders als bei Marx, mit einer Tauschkredittheorie zu tun. Das heißt, er behauptet, dass der Zins im Tausch zwischen Produkten entstünde. Da dieser Tausch nicht, wie im Naturalaustausch, Zug um Zug geschehe, das heißt die Übergabe der ausgetauschten Güter nicht immer gleichzeitig von beiden Seiten stattfinde, entsteht ein Zeitabschnitt zwischen zwei Leistungen, in dem gar wunderliche Dinge geschehen, etwa dass eine vermittelnde Ware eingeführt wird, die Münze. Der Bedarf nach Geld führt zur Aufnahme von Schulden, die an den Ablauf einer bestimmten Zeit gebunden ist, also dem Kredit. So rechtfertigt Proudhon ursprünglich den Zins, weil er ein Instrument der Gerechtigkeit sei. In der fünften Antwort auf Bastiat heißt es in der Übersetzung von Ruge und Darimont, Arnold Ruge war mal ein Freund von Marx, da also hier die Lage des Verkäufers weniger vorteilhaft ist als die des Käufers, so gleicht man die Ungleichheit aus, indem man das verkaufte Produkt einen Zins tragen lässt, und zwar bis zur vollständigen Zahlung. Dieser ausgleichende Zins dauert so lange als der Kredit. Er ist die Vergeltung, Remuneration des Kredits, aber er hat hauptsächlich zum Zweck, die Dauer des Kredits abzukürzen. Das ist der Sinn, die rechtmäßige Bedeutung des Zinses. Dementsprechend vertritt Proudhon die Auffassung, dass das Zinsdarlehen zu einer Zeit rechtmäßig gewesen ist. Rechtmäßig, solange das Darlehen ein vom Bürger dem Bürger geleisteter Dienst ist. Unrechtmäßig wurde der Zins nach Proudhon, wo Gold König des Tausches geworden sei und unter allgemeiner Zustimmung das Vorrecht bekam, den Reichtum zu vertreten und für alle Erzeugnisse als allgemeines Ausgleichsmittel zu dienen. Das war Proudhon. Der Vorrang des Goldes bzw. Silbers gegenüber allen Waren schuf einen konstanten Goldmangel, der zur Verallgemeinerung des Leihens von Gold gegen eine Prämie führte. Das heißt, seine Verwendung erhielt einen Preis. Durch die Verbreitung des Zinses beginnt eine Vermehrung des Kapitals und dadurch sei die kapitalistische Ausbeutung entstanden. Das ist dann auch gleichzeitig eine Ausbeutungstheorie, die sich von Marx wesentlich unterscheidet. Die Bewertung des Zinses durch weltliche wie geistliche Gesetzgeber vollzog ihm zufolge einen Sinneswandel, wobei Proudhon aus dem fünften Buch Mose, 23:21, zitiert, von einem Ausländer, vielleicht wörtlicher Fremde, darfst du Zinsen nehmen, von deinem Bruder darfst du keine Zinsen nehmen, damit der Herr, dein Gott, dich segnet in allem, was deine Hände schaffen. Und Proudhon interpretiert die Passage.
Zwischen Volk und Volk bezeichnet der Ertrag des Handelns und der Zuwachs der Kapitalien nur ein Verhältnis zwischen eingebildeten Werten, die sich also ins Gleichgewicht setzen. Zwischen Mitbürgern dagegen soll das Produkt gegen das Produkt, die Arbeit gegen die Arbeit sich austauschen und deshalb, sowie weil das Zinsdarlehen nur eine Vorausnahme dieses Austausches ist, begründet der Zins eine Differenz, welche die Gleichheit im Handel zerstört, den einen auf Kosten des anderen bereichert und auf die Länge die Auflösung der Gesellschaft nach sich zieht. Proudhon identifiziert das Verbot des Zinsnehmens unter Brüdern mit seiner Zinskritik, aber dehnt es auf den Außenhandel aus. Dann aber verlässt er den jüdischen Teil der Bibel und spricht davon, dass er in Übereinstimmung mit dem Christentum und dem Heidentum, in Übereinstimmung mit allen Philosophen und Gesetzgebern des Altertums sei. Aber er betont gleichzeitig, dass er sich nicht auf die Brüderlichkeit oder Menschenliebe beriefe, auf das Ansehen des Evangeliums und der Kirchenväter. Er habe wenig Glauben an die Menschenliebe, was die Kirche betrifft, und sie sei albern gewesen, weil sie den Zins ohne Rücksicht auf sein ursprüngliches Gerechtfertigtsein verdammte und ihre Bannflüche auf den Geldwucher beschränkte und den Länderwucher sozusagen genehmigte. Der letzte Halbsatz war ein Proudhon-Zitat. So, Länderwucher wäre also der Austausch mit Fremden, bei dem man dann Zins nehmen darf. Seine Kritik betrifft die Differenz, die durch den Zins zwischen zwei Produkten, zwischen der einen und der anderen Arbeit entstünde, also eine Erklärung des Mehrwerts aus der Zirkulation, also auch eine andere Mehrwerttheorie als die von Marx. Der Preis einer Ware setzt sich also bei ihm zusammen aus dem Rohstoff, Arbeitswerkzeuge oder Arbeitsmittel und deren Unterhaltungskosten, Arbeitslohn und dem Kapitalzins. Der Widerspruch, dass eine Leistung gleichzeitig einen Ertrag bedeutet, wird dadurch verstärkt, dass der Kreditgeber als Kapitalist Kapital ausleihen kann, weil, auch wieder ein Zitat, es weder in seiner Absicht noch in seiner Gewalt liegt, es persönlich zu verwenden. Weil dies seiner Natur nach unfruchtbare Kapital, behielte er es in seinen Händen, unfruchtbar bliebe, während er durch das Ausleihen und den daraus entspringenden Zins einen Ertrag erzeugt, der dem Kapitalisten gestattet, zu leben, ohne zu arbeiten. Arbeitsloses Einkommen. Leben ohne Arbeiten sei aber in der politischen Ökonomie ebenso wie in der Moral ein sich widersprechender Satz, ein Ding der Unmöglichkeit. Gleichzeitig sei von der Arbeit Leben ein Prinzip, das unter der Herrschaft des Zinses einen Widerspruch enthält, schreibt Proudhon. Die Herrschaft des Zinses produziere eine verkehrte Welt. Es sei wie in der Lotterie, wo immer mehr genommen als gegeben werde. Das Resultat sei die Plünderung der Masse, weil der Kredit lügt, so stiehlt er. Die Eigentümlichkeit des Zinses bestünde darin, das Unmögliche vorauszusetzen, nämlich unaufhörlich den Reichtum aus den Händen derer, die produzieren und die nach der Fiktion Kredit haben, in die Hände derer fließen zu lassen, die nicht produzieren, die aber nach derselben Fiktion Kredit geben. Eine Erklärung des Mehrwerts, die davon ausgeht, dass der Äquivalententausch nicht verletzt wird, wird wie bei Marx, gibt es bei Proudhon nicht. Er argumentiert moralisch, durch die Gewährung von Zins verfüge der Geldverleiher über die Kapitalien. Dann aus der Philosophie der Staatsökonomie von Proudhon. Der Kapitalist also, der über die Metallwerte verfügt, über die einzig konstituierten, einzig in jedem Handel und annehmbaren, der Kapitalist, der dem Arbeiter zu Hilfe kommt, den Handel und die Produktion begünstigen, nach Kräften zum öffentlichen Reichtum beitragen will, nimmt die Eigentumstitel seiner Klienten als Pfand und behändigt ihn dafür Geld, etwa in Wechseln auf sich selbst, was sein Gewinst verdoppelt. Alles gegen Zins, was unaufhörlich dasselbe Geld zur Bank zurückführt, ohne dass es aufhört, geschuldet zu werden. Und da die geliehenen Summen zur Bank zurückgeführt, die durch den Wucher zurückkehren, beständig wieder geliehen werden, so ereignet sich bald, dass der Boden, die Häuser und der ganze Nationalmobiliar verpfändet und Hypothek geworden sind zum Vorteil der Bankiers.
Diese Bewegung der Entäußerung ist von so grandioser Raschheit, dass man sich nur mit der Himmelskörper vergleichen kann. Der Dr. Price hatte berechnet, dass 2 Sous von Beginn der christlichen Zeitrechnung bis im Jahr 1772 auf Zinseszins gelegt mehr Gold gegeben hätte als 150 Millionen Weltkörper, alle von der Größe der Erde, enthalten könnten. Soweit Proudhon. Was empfiehlt nun Proudhon? Eine Reform der Zirkulation durch Organisierung des Kredits, so dass der Kapitalzins aufgehoben werde. Dies geht das Verhältnis von Staat und Kredit an. Der Staat ist ihm zufolge unproduktiv. Alles, was er produziere, kostet 3-mal mehr, als es wert ist. Er hätte nur Schulden, deren Zinsen die Nation für ihn bezahlt. Alle Mobilien und Immobilien seien schon verpfändet. Die Kreditausgabe kann der Staat nicht durch eigene Mittel decken. Daher bedarf es einer Oberlehnsherrschaft des Staates über das Vermögen der Bürger. Aber genau das ist es, was Proudhon ablehnt. Der Staat solle seine ursprüngliche Armut, seine Unproduktivität, seine Gewohnheit zu leihen, beibehalten. Eine direkte Organisation des Kredits würde zur Abschaffung des Tausch und Hemmung der Arbeit führen, das heißt zum Kommunismus. Der Staat solle nur das Kreditwesen reglementieren, aber nicht leiten. Proudhon schreibt, der Staat kann der Bank Verordnungen vorschreiben. Er kann in gewissen Fällen durch besondere Gesetze ihre Tätigkeit einschränken oder entfesseln. Er kann sich nicht selbst an die Stelle des Bankiers setzen und ihre Industrie an sich reißen. Proudhon beruft sich aber auch auf Jean Law, sofern dem Staat erlaubt sein solle, Kredit zu geben statt zu nehmen. Aber diese kreditgebende Rolle solle nicht dem Staate, sondern der auf wechselseitige Verpflichtung beruhende Verbindung der Produzenten, Konsumenten, der Assoziation der Arbeiter zukommen. Der Mangel an Kredit soll mit Mangel an Umlaufmitteln verbunden werden. Die durch gesamtgesellschaftliche Solidarität gedeckte Notenausgabe zur Ausgabe von Krediten soll nicht bloß das zum Austausch erforderliche Geld vermehren und den Kredit verbilligen, sondern die Zirkulation beleben. Geld soll nicht als Schlüssel, sondern als Riegel des Marktes dienen. Das soll gegen die Vorherrschaft des Geldes als auch die Vorherrschaft des Zinses gehen. Also Riegel des Marktes ist für ihn also ein besonderes Wort, ein Terminus. Instrument für die republikanische Herrschaft der Zirkulation, vielleicht nochmal kurz erläutert, wenn Geld oder Gold besser gesagt, die metallische Währung ist bei ihm im Vordergrund, König der Waren ist, nicht, dann wäre das, wenn alle Waren gleichberechtigt sind und keine König der Waren, also wäre das eine republikanische Herrschaft der Zirkulation. Also Instrument für die republikanische Herrschaft der Zirkulation, wie das genannt wird von Proudhon, soll die Tauschbank sein, die aus der Verallgemeinerung des Wechsels ein umtauschbares Papier macht, deren Deckung aber nicht auf Geld, also Taler, Barren, Immobilien beruhe, sondern auf dem Resultat geleisteter Arbeit auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Die Bank wäre dann mutualistisch organisiert, also auf wechselseitige Beziehungen beruhend. Der Vereinigung von, wie es dort heißt, 100.000 Fabrikanten, Handwerker, Kaufleute, Kommissionäre, Spediteure, Ackerbauer würde ihre Grundlage sein. Jeder einzelne dieser Adherenten werde bei der Tauschbank über ein offenes Konto verfügen, bis zum Betrag einer Summe, welche derjenigen entspricht, die ihm nach Maßgabe seiner Fähigkeit, der Geschäfte, welche er abschließt, der positiven Garantien, welche er bietet, des reellen Kredits, welche er vernünftigerweise unter dem alten System genießen konnte, auch im alten System gewährt worden wäre. Diskonto
ist in diesem Zusammenhang hier definiert als Kommissionsgebühr plus Zins. Die Diskontierung soll auf Kreditpapier geschehen und das Diskonto auf 1% festgesetzt sein. Jeder sei verpflichtet, das Papier der Tauschbank Alpari anzunehmen. In einem weiteren Entwurf wird die Tauschbank nicht mehr mit der Bank von Frankreich gleichgesetzt, sondern erhält den Namen Société Nationale de la Banque d'un Change, also Nationalgesellschaft der Tauschbank. Hiermit intendiert Proudhon eine Revolution nicht nur des Wirtschaftslebens, sondern der gesamten Gesellschaft. 1848 gab es dies nur als Pläne auf dem Papier. 1849 deponiert er bei zwei Notaren die Statuten der Gesellschaft der Volksbank. Was soll die jetzt nun bewirken? Als Zielsetzung dieser neuen Gesellschaft wird festgehalten, den Kredit nach demokratischen Grundsätzen zu organisieren. Erstens dadurch, dass sie allen zu den möglichst niedrigen Preisen und den möglichst guten Bedingungen die Nutznießung von Grund und Boden, von Häusern, Maschinen, Handwerkzeugs, Kapitalien, von Erzeugnissen und Dienstleistungen jeder Art verschafft. Zweitens dadurch, dass sie allen den Absatz ihrer Erzeugnisse und die Verwendung ihrer Arbeitskräfte zu den vorteilhaftesten Bedingungen erleichtert. Das ist der Artikel 2. Die Gesellschaft wird als Kollektiv- und Kommanditgesellschaft definiert. Also Kollektiv in Bezug auf Proudhon, der mit seinem persönlichen Vermögen zu haften hat. Kommanditär in Bezug auf die übrigen Interessierten, die in keinem Fall über das Kapital ihrer Aktien hinaus verbindlich werden können. Wir kennen ja solche GmbH und Co. KG ist eine bekannte Gesellschaft, nicht? Da gibt es dann eben halt Leute, die bis zu ihrer Einlage haften. Einziger verantwortlicher Geschäftsverwalter ist Proudhon selbst, ist der Artikel A des Vertrags. Die Gesellschaft bekundet allerdings ihre Absicht, eine anonyme Aktiengesellschaft zu bilden, was 1849 noch eine Autorisierung durch den Staatsrat benötigte, der diese vermutlich abgelehnt hätte. Dem zweiten Kapitel der Statuten zum Kapital der Gesellschaft geht eine kurze Erläuterung von Proudhons Wert- und Kreditlehre voraus. Proudhon geht davon aus, dass die Gesellschaft ohne Kapital arbeiten muss und kann. Sobald die ganze Masse der Produzenten und Konsumenten an der Volksbank teilnehmen und die Voraussetzung der Unentgeltlichkeit des Tausches und des Kredits, der Zweck der Ermöglichung des Umlaufs der Werte sowie das Mittel der gegenseitigen Übereinstimmung der Produzenten und Konsumenten verwirklicht worden sind. Solange dies noch nicht der Fall ist, verfügt die Gesellschaft über ein Kapital von 5 Millionen Francs. Die weiteren Bestimmungen ähneln denen der Tauschbank. Das Kreditpapier der Bank trägt nun den Namen Bon de Circulation. Der Zinsfuß inklusive Kommission auf einer Darlehensbewilligung durch die Volksbank wird provisorisch auf 2% festgelegt, soll aber in mehreren Stufen nach Maßgabe der Fortschritte der Gesellschaft, wie er sagt, herabgesetzt werden. Wobei die Kommission nie unter 11% fallen soll. Genauer als bei der Tauschbank werden schließlich noch die Organisation und die Verwaltung der Bank, Einführung eines Oberaufsichtsrats und einer Generalversammlung dargelegt. Der Sitz der Volksbank ist Paris. Es wird als Ziel vorgegeben, nach und nach in jedem Stadtviertel ein Comptoir und in jeder Gemeinde einen Korrespondenten einzusetzen. Na, soweit dieses Projekt. Dies war durchaus ein praktisches Projekt und hatte nach kurzer Zeit regen Zulauf. Am ersten Tag 303 Adherenten, einen Monat später schon
12.000 beim Aktienbetrag von 36.000 Franc. Ob sie Erfolg gehabt hätte, kann niemand wissen, denn durch seine Verhaftung wegen Beleidigung der Verfassung, des Präsidenten und der Regierung musste er 3 Jahre im Knast verbringen. 3 Jahre nach seiner Entlassung versuchte er es bei Kaiser Napoleon III., der mittlerweile herrschte, nochmal, unter Ausnutzung des Sachverhalts, dass dieser zum Präsidenten der Zentralkommission der Weltausstellung ernannt worden war. Er machte natürlich jetzt noch einige Änderungen. Den Zins erhöhte er auf 2,5%. Aber dass Gold als Wertmesser ganz ausgemetzt werden sollte, hatte bei den Autoritäten keinerlei Widerhall gefunden. Marx wird das dann im Kapital, Band 1, 82, kritisieren. Der Proudhon würde alle Katholiken zum Papst machen wollen, indem er alle Waren auf die Stufe des Geldes erheben wollte. Marx hat das so mehr mit der Religion, nicht? Also die Katholiken, das wären jetzt die Waren und das Geld wäre dann der Papst. Er gebraucht ja da unterschiedliche Metaphern. Alle sozusagen mit theologischen Mucken. Aber der Zins ist ja bei Marx auch nur ein Bruchstück des Mehrwerts, der nur in der extremen Fetischgestalt des Kapitals als Geld und vermehrtes Geld als eigentlicher Mehrwert des Geldes erscheint. Und wenn Marx von erscheint redet, bedeutet das, dass es das nicht ist. Proudhon würde sogar hinter Luther zurückfallen, so Marx, der nach Marx den Sachverhalt, dass der Zins ins Kapital eingewachsen sei, begriffen hätte. Dass der Kredit mit der Geldzirkulation identifiziert würde und die Idee des ungeldlichen Kredits hält Marx für Heuchelei oder scheinheilig. Allerdings hat, wie aus der Textstelle in den Theorien über Mehrwert, also diese, früher waren das Bände 26, 1, 26, 2 und 3. Hier sind wir in 26, 3, wo das drin steht. Da schreibt, also in die Verwandlung von Geld in Kapital, in diesem Kontext steht das, die sich auch im Zins niederschlägt. Wir zitieren da jetzt mal den Marx mit seiner Darstellung von Kreditzins und so weiter, um das von Proudhon mal abzusetzen und um eine Proudhon-Kritik dann auch, die gleichzeitig eine Antisemitismus-Kritik dann auch ist, darzulegen. Es ist also ganz so ihre immanente Eigenschaft, Wert zu schaffen, Zins abzuwerfen, wie die Eigenschaften eines Birnenbaums, Birnen zu produzieren. Und als solch zinstragendes Ding verkauft der Moneylender, also der Geldverleiher, sein Geld an den industriellen Kapitalisten. Da es sich erhaltender Wert ist, so kann der industrielle Kapitalist es turmieren nach beliebig kontrahierter Frist. Da es bestimmten Mehrwert Zins jährlich schafft, vielmehr in jedem Zeitraum Wert ihm anwächst, so kann er auch diesen Mehrwert jährlich oder in jeder anderen konventionell bestimmten Frist an den Verleiher zahlen. Das Geld als Kapital wirft ja ebenso täglich Mehrwert ab wie die Lohnarbeit. Während der Zins bloß ein unter besonderen Namen fixierter Teil des Profits ist, erscheint der Zins hier als das dem Kapital als solchen vom Produktionsprozess getrennt und daher nur dem bloßen Eigentum desselben, dem Eigentum von Geld und Ware geschuldete, getrennt von den Verhältnissen, die diesem Eigentum den Charakter des kapitalistischen Eigentums, weil den Gegensatz gegen die Arbeit geben. Der Zins erscheint als nur den bloßen Eigentum des Kapitals und daher dem Kapital eigentlich eigentümliche Mehrwertschöpfung. Während der industrielle Profit umgekehrt als bloßer Zusatz erscheint,
den der Laie durch seine produktive Anwendung des Kapitals oder, wie das auch ausgedrückt wird, durch seine Arbeit als Kapitalist, Funktion als Kapitalist ist Arbeit hier gesetzt, ja mit der Lohnarbeit identifiziert, indem der wirklich im Produktionsprozess fungierende industrielle Kapitalist in der Tat als tätiger Agent der Produktion, als Arbeiter gegenüber dem faulen, untätigen Verleiher des Geldes erscheint, der die Funktion des Eigentums getrennt und außerhalb des Produktionsprozesses bekleidet. It est, also das heißt, Exploitation der Arbeiter sich vermittels des geliehenen Kapitals erwirbt. Das ist eine typische Form von Ideologiekritik bei Marx. Nicht? Hier ist dann immer die Rede von, dass etwas so erscheint. Und das hat die Funktion, etwas, was so erscheint, ist ja das, was einem unmittelbar so aufgeht, aber das nicht wirklich so ist, wie es erscheint. Und etwas, was nicht wirklich so ist, wie es erscheint, nicht, weil Wesen und Erscheinung auseinanderfallen, kann ja Schein sein, nicht? Und Ideologie ist dann ein real gewordener Schein. Und auch der Proudhon und andere sitzen diesem Schein also auf. Und das ist also diese Ideologiekritik oder Kritik des ökonomischen Fetischismus, also die Fetischismuskritik, die ja mehr ist als bloß, was im ersten Kapitel des Kapitals steht, also dieses berühmte Fetischkapitel. Das sollte eigentlich klar sein. Es gibt also viele Fetischformen und Moish Poston hat ja den Antisemitismus, so wie er hier in diesem Kontext sich aufdrängt, dem Bewusstsein, daraus auch als Fetisch erklärt. Der Zins, heißt es weiter bei Marx, nicht der Profit, erscheint so, als die aus dem Kapital als solchem und daher als aus dem bloßen Eigentum des Kapitals strömende Wertschöpfung des Kapitals. Daher die von dem Kapital eigentümlich geschaffene Revenue. In dieser Form wird es daher auch von den Vulgärökonomen aufgefasst. Vulgärökonom ist bei Marx eine Kategorie, die wir heute nicht mehr verwenden, weil alles Vulgärökonomen sind. Nicht? Er hatte die Adam Smith, Ricardo und solche Leute, hat er ja noch als politische Ökonomen aufgefasst. Nicht? Und wenn dann das Ganze professionalisiert wird und kein Wahrheitsgehalt hat, dann haben wir die Vulgärökonomen. In dieser Form ist alle Vermittlung ausgelöscht. Und die Fetischgestalt des Kapitals, wie die Vorstellung von dem Kapitalfetisch, fertig. Also jetzt haben wir einen Fetisch, der nicht die des wahren Fetischkapitels ist, sondern dann auch im dritten Band des Kapitals überhaupt erst thematisiert wird, nicht? Die Gestalt erzeugt sich notwendig dadurch, dass das juristische Eigentum des Kapitals von seinem ökonomischen sich trennt und die Aneignung eines Teils des Profits unter dem Namen Zins, eine vom Produktionsprozess ganz getrenntes Kapital an sich oder Kapitaleigentümer, zuströmt. Hier trennen sich also die Wege und der Nationalsozialismus war eines der anschlussfähigen Richtungen, die aus Proudhon folgten. Es gab dann auch einige andere, die somit aber allerdings auch anschlussfähig zum Nationalsozialismus waren. Nicht? Gesell, Marr und hatten ja tatsächlich bestimmte Denkformen wahrscheinlicher gemacht. Nicht? Und dadurch dann auch solche Leute wie ich denke, die schon erwähnte und die am Schluss noch darstellen werden, haben das ja auch so getan. Und so sind wir auch angelangt an einen Punkt der Wirkungsgeschichte Proudhons, nämlich die herausragende des Schlagwortes der
Brechung der Zinsknechtschaft. Wo der Terminus wirklich herkommt, weiß man nicht so ganz genau, aber es war in aller Munde, nicht? In der Programmatik der frühen NSDAP, nämlich des 25-Punkte-Programms. Dort finden wir auch solche Punkte wie Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Auch eine Nazi-Parole, nicht, wie wir wissen. Gottfried Feder, also so heißt er, war da der Chefideologe am Anfang. Die Brechung der Zinsknechtschaft wurde im Punkt 11 auch mit der Abschaffung des arbeits- und mühelosen Einkommens identifiziert. Dort im Programm der NSDAP heißt es, erste Pflicht jedes Staatsbürgers muss sein, geistig oder körperlich zu schaffen. Die Tätigkeit des Einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, sondern muss im Rahmen des Gesamten und zum Nutzen aller erfolgen. Hier haben wir das, was Adorno in drei Studien zu Hegel ja Arbeitsmetaphysik nannte, nicht? Die Arbeitsmetaphysik besteht also darin, dass die Arbeit, geistig und körperlich hier in diesem Falle, gepriesen wird, was dann immer diejenigen eigentlich tun, die von der Arbeit anderer leben, wie Adorno meinte. Das Schild, das vor kurzem in Norwegen wiedergefunden wurde, das also über den Tor eines KZs thronte, auf dem stand, Arbeit macht frei, ist Zeichen für die Realisation dieses Programmes, das arbeits- und mühelose Einkommen zu bestrafen. Im Punkt 18 dieses Punkteprogramms steht da sogar die Todesstrafe darauf. Wir fordern den rücksichtslosen Kampf gegen diejenigen, die durch ihre Tätigkeit das Gemeininteresse schädigen. Gemeine Volksverbrecher, Wucherer, Schieber und so weiter sind mit dem Tode zu bestrafen, ohne Rücksichtnahme auf Konfession und Rasse. Heute würde man dann auch noch die Sozialhilfeempfänger damit dazu nehmen, nicht? Weil die ja nicht arbeiten. Beziehungsweise die Hartz-IV-Empfänger und so etwas. Diese Doktrin ging natürlich jetzt auch ein in Hitlers Mein Kampf. Zur Warnung sei das, dieser Absatz mal zitiert, der sich auf Proudhon durchaus mehr oder weniger direkt zurückbeziehen lässt. Also jetzt der Adolf. Zum ersten Mal in meinem Leben vernahm ich eine prinzipielle Auseinandersetzung mit dem internationalen Börsen- und Leihkapital. Nachdem ich den ersten Vortrag Feders angehört hatte, zuckte auch mir sofort der Gedanke durch den Kopf, nun den Weg zu einer der wesentlichsten Voraussetzungen zur Gründung einer neuen Partei gefunden zu haben. Das Verdienst Feders beruhte in meinen Augen darin, mit rücksichtsloser Brutalität den ebenso spekulativen wie volkswirtschaftsschädlichen Charakter des Börsen- und Leihkapitals festgestellt, seine urewige Voraussetzung des Zinses aber bloßgelegt zu haben. Seine Ausführungen waren in allen grundsätzlichen Fragen so richtig, dass die Kritiker derselben von vornherein weniger als die theoretische Richtigkeit der Idee bestritten, als vielmehr die praktische Möglichkeit ihrer Durchführung anzweifelten. Allein, was so in den Augen anderer eine Schwäche der Federschen Darstellung war, bildete in meinen ihre Stärke. Als ich den ersten Vortrag Gottfried Feders über die Brechung der Zinsknechtschaft anhörte, wusste ich sofort, dass es sich hier um eine theoretische Wahrheit handelt, die von immenser Bedeutung für die Zukunft des deutschen Volkes werden würde. Die scharfe Scheidung des Börsenkapitals von der nationalen Wirtschaft entgegenzutreten, ohne zugleich mit dem Kampf gegen das Kapital überhaupt die Grundlage einer unabhängigen völkischen Selbsterhaltung zu bedrohen. Mir stand die Entwicklung Deutschlands schon viel zu klar vor Augen, als dass ich nicht gewusst hätte, dass der schwerste Kampf nicht mehr gegen feindliche Völker, sondern gegen das internationale Kapital ausgefochten werden musste. In Feders Vortrag spürte ich eine gewaltige Parole für dieses kommende Ringen. Es führt also ein Weg von der Linken zu Hitler,
von Proudhon zu Hitler, auch wenn da unterschiedliche Anschlussfähigkeiten Proudhons vorliegen. Er war Vorbild ja für Anarchisten, Kommunisten, also für alle die, die den ersten Band des Kapitals mit seinen Fetischkapiteln und nicht verstanden haben. Das 25-Punkte-Programm wurde von Feder, Hitler und Anton Drexler verfasst und am 25. Februar 1920 von der aus der DAP, Deutschen Arbeiterpartei, hervorgegangenen NSDAP angenommen. Wie wichtig Feder für den Nationalsozialismus war, sieht man auch darin, dass am 7. November 1923, was war am nächsten Tag, ein Tag vor dem gescheiterten Putsch Hitlers in München, Feders Hauptwerk »Der deutsche Staat auf nationaler und sozialer Grundlage« erschien, in dessen Gleitwort Hitler bemerkte, dass das Schrifttum unserer Bewegung, also hiermit seinen Katechismus, bekommen habe. In den 20er Jahren, da befinden wir uns ja jetzt in dem Kontext, hatte Feder großen Einfluss, aber in den 30ern wird er durch Otto Wagener, Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung, und Walter Daré, Leiter des agrarpolitischen Apparates, verdrängt. Dies hängt eng zusammen damit, dass die NSDAP auch bei den Unternehmern reüssieren wollte und die antikapitalistische Programmatik der NSDAP da im Weg war und die Brechung der Zinsknechtschaft blieb als Programmpunkt mehr geduldet als vertreten. Feder hatte aber weiterhin vor allem bei der SA eine gewisse Gefolgschaft. September 1932, nach der Absetzung von Wageners, wurde er aber wiederum zum Leiter der Reichsleitung berufen. Das war aber auch nicht alles. Die Nacht der langen Messer kommt ja noch. Beim Rücktritt Gregor Strassers von allen Parteiämtern schrieb er einen anklagenden Brief, wo er ankündigte, Strasser zu folgen. Aber schließlich bekam er doch eine Stelle als Unterstaatssekretär, sodass er nicht völlig kaltgestellt wurde. Aber der Röhm-Putsch beendete seine Karriere, die vor allem auf Rückhalt in der SA beruhte. Da gab es so einige Intellektuelle, die vor allen Dingen mit der SA in engen Kontext waren. Übrigens auch Martin Heidegger, wenn man Emanuel Faye folgt. Es gibt nun einige Parallelen zur Proudhonschen Zinstheorie, etwa die Berufung auf jüdische Schriften. Anfangs allerdings wird das Judentum als Urheber der Zinsknechtschaft nicht direkt angegriffen. Aber die Unterscheidung von raffenden und schaffenden Kapital wird rassistisch konnotiert. Das Leihkapital durch das Haus Rothschild und durch die Milliardäre der amerikanischen Hochfinanz verkörpert. Die Namen verzichte ich da zu nennen. Mehr und mehr reduziert sich dann die Zinskritik auf eine Verschwörungstheorie. Der Marxismus wird als Pseudosozialismus abgewehrt und der wahre Sozialismus der NSDAP entgegengehalten. Das ist ja drollig, nicht, wenn Nazis Marxisten des Pseudosozialismus zeigen. Weitere Vorschläge sind die Befreiung des Staates und des Volks aus zinspflichtiger Verschuldung, also Verschuldung gegenüber dem Großleihkapital. Ich zitiere da mal Friedrich Krier, nicht, der Sozialismus der Kleinbürger. Dies soll nach Feder durch die bloße Wahrnehmung der Souveränität des Staates verwirklicht werden. Bei eintretendem Geldbedarf brauche dieser nicht den Weg der Kreditnahme zu beschreiten. Er könne vielmehr aufgrund seiner Leistungs- und Finanzhoheit, unterstrichen von uns, unentgeltliche Leistungen und Steuern von seinen Bürgern verlangen und in den Verkehr bringen. Er könne also nie in die Verlegenheit geraten, Schulden zu machen. Dieser Ausweg aus der Verschuldung des Staates durch Wahrnehmung seiner für Feder uneingeschränkten monetären Souveränität soll durch die Ausgabe unverzinslicher Staatskassenscheine, das sogenannte Federgeld, vor sich gehen, durch die die Kosten sämtlicher öffentlicher Staatsausgaben, sämtlicher Großprojekte und Neuschöpfungen des Staates finanziert werden würden. Dies entspricht also auch Punkt 18 des Staats- und Wirtschaftsprogramms.
Programms der NSDAP. Nicht? Also dieses 25-Punkte-Programm. Und Feder äußert sich auch zum Antisemitismus. Antisemitismus ist etwas rein Verneinendes. Der Antisemit hat zwar den Träger der Völkerpest erkannt, aber meist wandelt sich diese Erkenntnis nur in persönlichen Hass gegen den einzelnen Juden und gegen die Erfolge der Juden im Wirtschaftsleben. Im besten Falle hebt sich der Antisemitismus dann zur Forderung der Entfernung der Juden aus unserem Staats- und Wirtschaftsleben. Über das Wie und Was dann macht sich der Antisemit meist gar keine Kopfzerbrechen. Würden die geistigen Grundlagen der heutigen Judenherrschaft, Eigennutz vor Gemeinnutz und ihre stofflichen Machtmittel, das System der jüdischen Bank-, Anleihe- und Kreditwirtschaft bestehen bleiben, vielleicht würden wir sogar manche Antisemiten dann an den Stellen sehen, wo vorher der Jude saß. Es wäre interessant, die Wirtschaftspolitik des NS-Staates näher zu untersuchen, aber das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. An späterer Stelle wird das auch noch nachgeholt werden. Jetzt kann ich erst einmal die einschlägigen Arbeiten von Avraham Barkai, Barkai mit AI hinten, empfehlen. Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus, ist ein Buch, und vom Boykott zur Entjudung, der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933 bis 1943. Also bevor dann die Mordung systematisiert wurde in Konzentrationslagern, dieser Existenzkampf. Danach konnten sie nur noch könnten sie keinen Existenzkampf mehr führen. Nicht? Hier soll es noch der Missing Link zwischen Proudhon und Feder nachgeholt werden. Diese wurden ja oft diskutiert und Wilhelm Marr, Eugen Düring, Gesell erschienen als solche Kandidaten. Allerdings weist Frederick Krier nach, dass da doch ein anderer, der erfolgreichste Kandidat ist, Theodor Fritsch, also ein antisemitischer Verleger, der wie Feder auch Ingenieurswissenschaft studiert hatte und das Programm Feders teilweise antizipierte. Der Begriff der Zinsknechtschaft taucht 1894 schon bei ihm auf. Er hat auch einen Mittelstandssozialismus entwickelt, was ja zu dem Sozialismus der Kleinbürger bei Marx und Engels, nicht, dort natürlich kritisch, durchaus passt. Nun zitieren wir dann auch mal diesen Fritsch, und stellt er die Zinsknechtschaft auch noch als eine ewige dar. Zumindest als ewig erscheinende. Unter den heutigen Zuständen, schreibt er, stellt sich die Zinsknechtschaft als eine ewige dar. Und gerade dieser Umstand muss auf das Bewusstsein des Schuldners lähmend wirken. Er sieht sich, seine Habe und seine Erben für alle Zeiten in ein Joch gespannt, aus dem es kein Entrinnen gibt. Heute wälzen sich die Schuldverpflichtungen gleich einer Lawine fort, die bei jedem Jahresumschwunge sich neue Massen anballt und unaufhaltsam wächst, bis sie im Abgrunde zertrümmert, alles um sich herum unter Schutt begrabt. Der Abgrund heißt hier Bankrott der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Er heißt Revolution. Das Buch heißt also Zwei Grundübel, Boden, Wucher und Börse. Das nimmt also schon so einiges bei Feder, Hitler und so weiter vorweg. Wir sehen, dass der Zins als eine Art Steuer interpretiert wird, was auch darauf hindeutet, dass kapitalistische Verhältnisse wie merkantilistische, vorkapitalistische interpretiert werden. Lawinen, Heuschrecken, alles, was wie Naturereignisse anmutet, wird dort herbeizitiert. Diese gelten als fortwährende Umwälzung, die der Anarchie entspringen. Auch Marx spricht natürlich manchmal von der Anarchie, der
Konkurrenz oder Anarchie der Warenproduktion und solchen Dingen. Hier ist das alles ein wenig anders nuanciert. Also das kommt dann nicht so sehr von links, wie man das vom Vokabular her denken könnte. Also dann machen wir hier mal hier dieses Zitat hier. Die Börse, heißt das da in dieser Schrift, die eben gerade auch schon zitiert wurde, ist die in Permanenz erklärte Revolution. Ein fortwährendes Umwerfen aller Werte und Grundlagen. Das wirksamste Untergraben aller festen Existenzen und Autoritäten. Und wir sehen nicht eher Ruhe, Frieden, Gesundung und gedeihliche Entwicklung bei den Völkern einkehren, als bis diese eigentlichen Brutstätten der Anarchie beseitigt sind. Die Börse ist bei Fritsch die Revolution, was im Grunde den Gedanken der Geschwindigkeit, mit der erst heute die Transaktionen wirklich vorgehen, vorwegnimmt. Aber der Zins wiederum wird in traditionalen Kategorien als Tribut interpretiert. Es heißt dort, was ist denn Mietzins, Hypothekenzins, Schuldzins, anderes als eine Steuer? Ein Tribut, den wir Jahr aus, Jahr ein an einen mächtigen Oberherrn entrichten, an das Leibkapital, an den internationalen Kapitalismus. Und weiter, diese Abgaben an das zum größten Teil internationale Leihkapital bedeuten eine ungeheure Belastung der nationalen Produktion. Rechnen wir ganz mäßig und schätzen wir den Zinstribut an das große internationale, meist jüdische Leihkapital im Deutschen Reich nur auf 5 Milliarden Mark jährlich, so ergibt das bei einer Bevölkerung von 50 Millionen im Durchschnitt auf jeden Kopf eine unbewusste Steuer von 100 Mark jährlich. Leibherrschaft wird zu Leibkapital und dies wird dann noch beziffert und die Schuldigen sind natürlich schnell ausgemacht. Also diese Verbindung zum Feudalismus, nicht Leibherrschaft, Leibkapital, sind natürlich absichtlich. Es wird Herrschaft in vorkapitalistischen Denkformen versucht zu begreifen. Er schreibt dann, dem großen Wucherer und Völkerschlechter Juda wird selber bange um das Verhängnis, das er hierdurch heraufbeschwört. Und doch ist zugleich seine Habgier so unbezähmbar, dass es für ihn ein Einhalten nicht gibt. Die Guld- und Arbeitskraft des deutschen Volkes ist eine außerordentliche, aber solche Lasten ist sie auf die Dauer nicht gewachsen. Ja. Auch wieder diese bürgerliche Arbeitsmetaphysik, die die Faschisten ja so, auch die deutschen Faschisten so gerne haben. Auch hier wieder die Differenz von raffenden und schaffenden Kapital, wo die Arbeitskraft des deutschen Volks dem Leih- und Zinskapital entgegengestellt wird. Das Kapital sei chimärenhaft, während das wirkliche Kapital in den Armen und Beinen der Menschen stecken würde. Hier haben wir die von Poston auch bemerkte Gegenüberstellung von Abstrakten und Konkreten. Das chimärenhafte Kapital erscheint als, wie es dort heißt, Sphinx, die uns das große Rätsel der sozialen Frage aufgegeben hat und bis zu deren Lösung Menschenopfer über Menschenopfer verschlingt. Wer ihm aber den Schleier vom Antlitz reißt, der wird entdecken, dass sie ein hohles, wesenloses Truggebilde ist. Die Entschleiung des Kapitals als bloße Chimäre, die Lösung der sozialen Frage und die Lösung der Judenfrage gehen Hand in Hand. Und dann heißt es dort, es wird die Zeit kommen, da sich das erfüllt, was die Schrift von den Menschensohne und der Schlange spricht. Du wirst ihnen in die Ferse stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Der Kopf heißt kaputt.
Also vom Kapital kommt ja davon. Und der Kopf des Judenwestens heißt Kapital. Wenn wir den chimärenhaften Begriff des Kapitals zerstören, vernichten wir zugleich das Judentum. Jetzt nur kurz die Maßnahmen, die Fritsch empfiehlt. Da sehen wir dann auch Parallelen wieder zu Proudhon. Erstens die Reform des Kreditwesens, also Berechnung der Zinsknechtschaft. Es beginnt mit der Herabsetzung des Zinsfußes für alle hypothekarisch eingetragenen Schuldforderungen. Aber die Endlösung sieht er in der Änderung des Zinsbegriffs. Er denkt an einen sich selbst amortisierenden Kredit, also so etwas wie Schwundzins in Analogie zu Gesells Schwundgeld, das jener ja ersonnen hat, damit das Geld nicht gehortet wird, sondern zirkulierend bleibt, weil es sonst mit Löchern oder Stempeln entwertet würde. Also die wollten dann so Papiergeld machen, wo man dann Stempel drauf haut oder ein Loch stanzt, nicht? Und dann wird das Geld entwertet, nicht? Ist dann statt ein 10-Euro-Schein, würde das dann nur noch 99 oder so, wenn da ein Stempel drauf ist, nicht wert sein. Das frei gewordene und vom Realkredit abgedrängte Kapital sucht anderweitige Anlage, heißt es bei ihm, und begünstigt den Personalkredit. Wenn heute der tüchtigste Arbeiter und Geschäftsmann für sein Unternehmen kaum Kredit erhalten kann, wenn er nicht einen Pfand in Realwerten, hypothekarische Sicherstellung und dergleichen zu bieten vermag, wird dann das Kapital, weil ihm eine andere Anlage fehlt, gern dem Personalkredit sich zuwenden und die Unternehmenslust steigern. Man mag für Personalkredit auch einen höheren Zinsfuß zulassen, meinetwegen 5% Zins und 5-10% Amortisation. Dann das zweite, Bodenreform, also gebundenes Eigentum nach germanischem Recht. Damit hängt nun eng zusammen, dass Fritsch die Last der Zinsknechtschaft im Bodenwucher sieht. Den will er durch Arisierung, das heißt Wiederherstellung der Bodengemeinschaft, bewältigen. Die Herstellung, wie es heißt, des Urheberteils des arischen Geschlechts. Demnach sei Grund und Boden nicht beleihbar und verpfändbar. Und das dritte ist dann die Abschaffung des Metallgeldes. Das Geld ist auch bei Fritsch an allem schuld. Es sei der unbeständigste Wert, was die Juden begriffen hätten, aber die Arier in ihrer Naivität nicht. Die Juden erscheinen als das Unbeständige, Flüchtige, Abstrakte, was auch Proudhon bestätigt. Diese will nun Fritsch mit dauerhaften Normen entgegentreten. Zitat, von den Währungen halten wir diejenige für die beste, die dem Gelde möglichst wenig inneren Wert beilegt. Geld soll nichts anderes sein als eine Zahlmarke, ein eingebildeter Wert. Sorgt man nur durch Stoff und Gestaltung für erschwerte Nachbildung, so ist es ganz gleichgültig, woraus das Geld besteht. Papier ist ein ganz vortreffliches Zahlungsmittel. Die Erweckung des Bewusstseins, das Geld kein wirklicher, sondern nur ein eingebildeter und vorgespiegelter, imaginärer und fiktiver Wert ist, halten wir auch für sittlich heilsam. Die moderne Geld- und Goldanbetung ist eine Frucht unserer überspannten Währungsauffassung. Man sollte nicht so viel Wesens um einen Quark machen, wie es Geld es ist. Deutsches Geld kommt für Fritsch auch ohne den Lügenwert des Goldes aus, das als Metall weniger Nutzwert habe als etwa Stahl. Naja, Goldzähne hat er noch nicht gekannt und in unserer heutigen Zahnärzte nicht. Das deutsche Geld kann für Fritsch nach Auffassung der internationalen Volkswirtschaftslehre gern ein Plundergeld sein. Jedoch würde die Rückendeckung dieses Geldes durch uns selbst, durch die Arbeitskraft der Nation schon dafür sorgen, dass das deutsche Geld zu allen Zeiten seinen Wert behauptet und sei es mit Waffengewalt. Und dann heißt das wieder, der deutsche Hammer und das deutsche Schwert müssen die Rückendeckung unserer Währung sein, nicht ein bettelhafter Vorrat von schmutzigem Judengold auf der Reichsbankhauptstelle. Man kann also gewissermaßen die Idee des Mefo-Wechsels bis auf Fritsch zurückverfolgen, wie Son Rethel, Timothy Mason und neuerdings Götz Ali ja auch thematisierten. Nicht? Also die Idee ist dann im Krieg gewesen, die Wechsel werden dann eingelöst durch Kriegsgewinne. Also man macht Kredite auf zukünftige Kriegsgewinne. Das ist nur ein Pech, wenn man dann den Krieg verliert. Direkte Bezüge auf Proudhon finden wir hier allerdings auch kaum. Er wird selten erwähnt, aber über Wilhelm Marr, mit dem er korrespondierte, war auch mit Inhalten vertraut, sodass sich hier die Parallelen erklären lassen. Auch Fritsch hat gnostische Züge übernommen, von dem auch die Rede hat, also die Entjudaisierung des Judentums. Nicht?
Vielleicht noch ein kleines Zitat. Es ist nicht wahr, dass die Juden die Bibel geschrieben haben. Es ist nicht wahr, dass der Monotheismus die Erfindung der Juden sei. Es ist nicht wahr, dass die Juden das Volk Gottes sind, denn sie sind viel eher das Volk des Teufels. Es ist nicht wahr, dass Christen jüdische Abkunft war. Alles das sind jüdische Entstellungen der Tatsachen, uns eingeimpft durch die Bibel. Wenn ich vor die Entscheidung gestellt werde, ob ich lieber die Bibel preisgebe oder mein Volk, so antworte ich ohne Zaudern, die Bibel. Diese Diskussion ist noch beim nächsten Mal weiterzuführen. Die Zeit rennt immer und die Sache ist komplizierter, als man sie theoretisch zu fassen sucht, weil sich viele historische Stränge vereinen. Ob es regnet, ob es hagelt, ob es schneit oder ob es blitzt, ob es dämmert, ob es donnert, ob es friert oder ob du schwitzt, ob es schön ist, ob's bewölkt ist, ob es taut oder ob es gießt, ob es rieselt, ob es nieselt, ob du hustest, ob du niest. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind...